Hugo, du meinst, dass der Rest der Arbeit am Tisch ist, so, guten Tag? Ja, guten Tag, ist das der Rechtsanwalt? Wer ist da bitte? Bin ich mit der Rechtsanwaltsfiliale verbunden? Ja. Ja, guten Tag, Hassan ist mein Name. Ich habe gerade einen Banküberfall gemacht und draußen stehen die Polizei und Spezialeinheit und die sagen, die sollen mich erstellen. Und ich habe hier 2 Geiseln und 1 Million Euro in der Tasche und ich wollte fragen, mein Rechtsanwalt, was ich jetzt machen soll. Ja oder nein? Einen Moment mal bitte. Einen Moment bitte, ja? Ah. Besser? Ja, guten Tag, Hassan ist mein Name. Grüße Sie. Ich bin hier im Zentrum in Berlin, ich habe gerade einen Banküberfall angestellt und ich habe jetzt 1 Million Euro in der Tasche, 3 Geiseln und draußen steht die Polizei und Spezialeinsatz und die haben gesagt, die sollen mich ergeben und ich wollte Sie fragen, ich will Sie als Rechtsanwalt nehmen. Haben Sie da eine Anrufnummer von einem, der, lassen Sie sich mal vom SEK einen Namen und eine Rufnummer geben. Und dann, was soll ich da sagen, kann man da die irgendwie was machen oder so? Dass ich und die sollen mich anrufen. Haben Sie eine Handynummer? Nee, aber soll ich jetzt rausgehen oder soll ich mich noch weiter hier verstecken? Sie sollen auf jeden Fall rausgehen. Sie gehen das damit Geld? Das Geld, das lassen Sie drin, da wo Sie sind. Lassen Sie die Geiseln in Ruhe, gehen Sie mit erhobenen Händen raus, bewegen Sie sich nicht, ja? Und was passiert dann? Nicht, dass Sie mich schießen oder umbringen, Herr Rechtsanwalt? Nein, 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 nein. Ich bin betrunken in Drogen. Verhaften Sie mich jetzt? Nein, sagen Sie mir, haben Sie irgendeinen Namen bekommen von irgendeinem der Polizisten? Sagen Sie mir. Ich glaube, Gerhard Elfenbach oder so. Gerhard Elfenbach? Ja. Gut. Elfenbach. Und wo sind Sie gerade, Herr Hassan? Im Zentrum hier in Berlin bei der Sparkasse. Gut. Zentrum Berlin-Sparkasse. Ich bin aber zu 3 Mann hier. Ja, gut. Mein Kollege wurde angeschossen. Das sind alles keine guten Nachrichten. Wir haben das Feuer erwähnt. Ja. Ich habe einen Polizisten angeschossen. Aus Versehen aber. Okay, Hasan, dann mache ich jetzt Folgendes. Ich rufe jetzt mal bei der Polizei an und erkundige mich, ob es da einen Ansprechpartner gibt. Sie sind in der Sparkasse, sagen Sie, im Zentrum Berlin. Ja. Gut, ja. Rufen Sie mich bitte in 10 Minuten zurück. Ja. Gut, danke. Sie helfen mir aber hundertprozentig. Ich helfe Ihnen, ja, soweit es geht. Bezahlen Sie natürlich jetzt auch. Sie kriegen ja 100.000 von mir, wenn Sie mir das alles klar machen. Nein, ich kümmere mich drum, ja? Augenblick. Hey, ich habe noch eine Frage, bitte. Ja? Was das denn kosten würde? Das müssen wir, das ist eine Pflichtverteidigung im Zweifel. Also, wie lange dauert das denn, diese Gerichte dann kommen? Ja, haben Sie eine Handynummer oder einen Vornamen noch, einen Nachnamen? Ich rufe hier von einer Frau hier. Bleiben Sie hinten stehen! Gut, gut. Ich okay. habe eine Frage, wenn ich jetzt rausgehe, Sie springen auf mich drauf. Nein, Herr Hassan, soll nein. Ich nichts machen, ich gehe jetzt drauf, das Geld auf den Rücken. Herr Hassan, ganz ruhig bleiben, ja? Machen Sie es so, die Herren werden auf Sie Rücksicht nehmen, das weiß ich, ja? Aber nicht, dass Sie mich abknallen! Ach Quatsch, das sind Polizeibeamte, die knallen doch nicht irgendjemanden ab. Aber das sind diese schwarze Polizei mit so Pistolen ja. auf mich. Ja, ich habe eben ein Holztool rausgeschmissen durch die Scheibe. Die haben direkt das Feuer abgeschossen. Ja, passen Sie auf. Also am besten ist, Sie bleiben ganz ruhig. Ja, das ist das Wesentliche bei dieser ganzen Geschichte. Sie sind schon ein guter Rechtsanwalt. Wie lange sind Sie denn Rechtsanwalt? Ich bin schon eine ganze Weile Rechtsanwalt, ja. So. Ich habe noch eine Frage, bitte. Ja. Soll ich da mehrere Anwälte einschalten oder reicht es? Nein, einer, ja. Soll ich Ihnen das Geld hier von der Bank denn überweisen oder auf der Konto? Nein, Hassan, Sie versprechen mir erstmal eine Geschichte. Ja. Sie machen bitte Folgendes, ja. Wenn ich Sie vertreten soll, und das mache ich dann bestimmt auch gut, das verspreche ich Ihnen in die Hand, ja. Dann müssen Sie dafür sorgen, dass unschuldige Menschen da nichts mit zu tun haben. Dann lassen Sie diese 3 Personen einfach frei. Und Sie werden sehen und... Sie sagen, die sollen mich anrufen und Sie geben denen eine Handynummer von mir, ja? Ich habe noch eine Frage. Geben Sie mir Ihr Konto, ich überweise 100.000 drauf, ich kann mir anfangen. Ja, Hassan, das brauchen Sie nicht, ja, Sie brauchen mir nichts zu überweisen. Ich brauche 100.000, helfen Sie mir, so weiß, wenn ich Ihnen jetzt 100.000 Euro überweise, kann ich mir helfen. Ja, Hassan, bleiben Sie ganz ruhig. Oder ich rufe meinen Schwager an, der kommt aus Arabien. Der betrug Nein. die Polizei, dann lassen Sie mich mit Hubschrauber abholen. Herr Hassan, ich mache das jetzt erstmal so, ja. Machen Sie Folgendes. Also erstmal ist wichtig, dass Sie wirklich ruhig bleiben bei der ganzen Geschichte, damit nicht noch Schlimmeres Bleib passiert. Bleib die hinlegen, habe ich gesagt! Herr Hassan, bleiben Sie ganz ruhig bitte, ja. Also, machen Sie bitte Folgendes. Ja. Soll ich eine Geisel rausschmeißen?
nicht rausschmeißen, sondern Sie lassen die bitte, das sind ja immer noch Menschen, Sie lassen die bitte ganz friedlich gehen und dann kann ich auch was für Sie tun, ja, das werde ich dann auch machen. Aber die sagen, ich soll die Geiseln rauslassen, das weiß ich, Geiseln raus. Ja, nein, nicht rausschmeißen, sondern lassen Sie die einfach gehen. Sagen Sie denen, sie sollen gehen. Aber wenn ich die Tür aufmache, da geht die Geisel raus. Vielleicht denken die, ich bin das oder schießen. Nein, das passiert nicht. Oder soll ich das so machen? Ich habe das mal im Film, ich habe das geplant und das ist jetzt nicht so gegangen. Wir gehen jetzt zu mehreren Mann und ich ziehe eine Decke beim Kopf, dann wissen sie nicht, wo ich bin. Nein. Solche Spielchen machen Sie nicht, ja? Lassen Sie die Geiseln gehen. Sagen Sie, ja, Herr Rechtsanwalt, ich kann Sie ja was vertrauen, ne? Sie sind ja jetzt mein Rechtsanwalt. Natürlich, Sie haben mich angerufen. Ja, kann ich das denn so machen, dass ich mich als Geisel angebe und dann einfach rausgehe? Nein, das machen Sie bitte nicht, sondern Sie lassen einfach die Geiseln so, wie sie sind, rausgehen und verhalten sich ruhig. Und Sie legen sich mit dem Bauch auf den Boden dort, ja, und also strecken alle Tiere von sich. Mit dem Bauch auf den Rücken, ja? Bitte? Mit dem Bauch auf den Rücken. Mit dem Bauch legen sie sich auf den Boden, strecken alle Viere von sich, keine Waffen irgendwo, ja, sondern die sind alle weit weg und dann warten sie was. Herr Rechtsanwalt! Ja? Es war ein kleiner Spaß von uns, Entschuldigung. Dachte ich mir schon. Entschuldigung nochmal. Gut, seien Sie aber vorsichtig mit solchen Geschichten, ja. denn man muss da wirklich aufpassen. Ja, wir haben doch Spaß. Entschuldigung nochmal. Ne? Wissen Sie, nur ganz kurz, wenn Sie sowas bei der Polizei machen, haben Sie ein Strafverfahren am Hals. Ja, aber Sie haben das gemerkt mit dem Geld, was ich dagegen überweise. Ja, das ist mir schon klar gewesen, aber man weiß es nie. Man muss immer vorsichtig sein, ja. Okay. Ich bedanke mich nochmal für den kleinen Scherz, dass Sie mitgefühlt haben. Danke schön nochmal. Alles Gute. Tschüss.